Zugeschaltet ist jetzt der Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt. Herr Professor, wir grüßen Sie. Einen schönen guten Tag. Kurz vor Weihnachten verbreitet jetzt also ein CDU-Landrat aus Sachsen die christliche Botschaft, dass Flüchtlinge nicht in Turnhallen oder leerstehenden Mietwohnungen untergebracht werden sollen. Es ist nicht unsere Absicht, den Sport für die Asylpolitik bluten zu lassen, so das Zitat. Wie haben Sie diese Äußerungen denn persönlich empfunden? Das hätte man eigentlich eher von der AfD erwartet. Also, ich habe mir das Video ja tatsächlich angesehen. Es ist keine Weihnachtsbotschaft in dem Sinn, wie Bundeskanzler oder Bundespräsident unter Christbaumkugeln und bei Kerzenschein alles Gute zu Weihnachten wünschen, sondern es ist die Erklärung einer Zwangslage. Es hatte der Landkreis sich bemüht, eine neue Gemeinschaftsunterkunft zu errichten in einer nahegelegenen Stadt. Der Kreisrat hatte das abgelehnt und in diesem Video sagt der Landrat, er weiß nicht, wie er die Leute unterbringen soll. Er möchte die Sportvereine beruhigen, die Turnhallen würden nicht beschlagnahmt und er wolle Mieter von Mehrfamilienhäusern beruhigen. Dort würde man die versuchen, nicht unterzubringen. Ansonsten wisse er nicht, wie es weitergehen solle. Das ist im Grunde das Ganze. Und einmal mehr sehen wir, wie auf der kommunalen Ebene unglückliche Entscheidungen auf Bundesebene auszubaden sind. Man muss ja aber dazu sagen, letzten Endes badet ja der Landrat eigentlich die etwas chaotische Migrationspolitik des Bundes aus. Und dafür bekommt er dann eben auch noch die sofortige Distanzierung der CDU-Spitze. Halten Sie das für eine kluge Strategie zwischen eben der Bundesebene, des Konrad-Adenauer-Hauses und den Landesverbänden, die ja letztlich einfach nur das umsetzen müssen, was in Berlin entschieden wird? Sagen wir mal so, wenn man anfängt, das Hemd falsch zuzuknöpfen, dann wird es auch beim letzten Knopf immer noch falsch geknüpft sein. Es werden jetzt tatsächlich auf kommunaler Ebene jene falschen Weichenstellungen in die schmerzliche Wirklichkeit umgesetzt, welche die leichtfertige Migrationspolitik der CDU-geführten Bundesregierung spätestens seit 2015 auf den Weg gebracht hat. Und tatsächlich sind es die Landräte, sind es die Bürgermeister, die ja auch schon vor einigen Wochen einen Brandbrief an den Bundeskanzler geschickt haben, die mit den Folgen einer unzulänglich durchdachten und schlecht durchgeführten Migrationspolitik umzugehen haben. Und dass man dann sozusagen die Letzten in der Verantwortungskette besonders bestraft und öffentlich maßregelt, das hat mit politischer Fairness nicht allzu viel zu tun. Jetzt muss man an der Stelle aber auch noch mal sagen, etwas eigentümlich war ja aber auch die Wortwahl im bezüglich der leerstehenden Wohnungen. Was ist denn so schlimm daran, wenn in leerstehenden Wohnungen Flüchtlinge untergebracht werden? Also erstens ist daran überhaupt nicht schlimm, das ist ohnehin die deutsche Politik. Wer von den Geflüchteten nach Abschluss seines Verfahrens ein Bleiberecht hat, sei es auf Dauer, sei es geduldet, sei es aufgrund eines Status als Flüchtling oder aus einem anderen Grund, der wird ja dezentral in Wohnungen eingewiesen. Soweit ich sehe, geht es hier um die Erstaufnahme, für die man in der Regel Gemeinschaftsunterkünfte vorsieht, weil dort die notwendigen Verwaltungsmaßnahmen wesentlich einfacher durchzuführen sind, als wenn die Geflüchteten in der Anfangsphase dezentral untergebracht sind. Schlimm ist nichts daran. In der Folge kann es freilich sein, dass sich die Einwohner von Mehrfamilienhäusern nicht allzu glücklich darüber äußern, dass sozusagen über ihre Köpfe hinweg andere Mieter kommen, mit denen sie nicht gerechnet haben. Hier kann man sagen, das ist den Bürgern zumutbar. Die haben sich nicht so anzustellen. Aber leicht ironisch formuliert, wir leben in einer Demokratie und wenn Bürger sagen, wir wollen das nicht, dann rächen sie sich mit einem Wahlzettel. Und nicht ohne Grund ist im Ostsachsenland die AfD inzwischen deutlich stärker als die CDU. Und zwar mit schrumpfender Tendenz bei der CDU, mit wachsender Tendenz bei der AfD. Und diese politische Großwetterlage erklärt natürlich sehr vieles von dem, was sich jetzt an politischer Dynamik tut. Da würde ich gerne anknüpfen. Es wirkt ja so, als hätte die CDU auch eben unter der Führung von Friedrich Merz ihre eigene Rolle beim Thema Migrationspolitik immer noch nicht gefunden. Denn es heißt ja hier in Hintergrundgesprächen aus dem Konrad-Adenauer-Haus, grundsätzlich würde man inhaltlich dem Landrat gar nicht widersprechen, sondern eben dieser verbalen Überzeichnung würde man widersprechen. Gleichzeitig sagt aber der Ministerpräsident Kretschmer auch, er steht inhaltlich hinter seinem Landrat. Aber der Bund, der duckt sich jetzt
jetzt irgendwie weg. Und man fragt sich ja, wenn das so weitergeht, wie will Friedrich Merz denn dann eigentlich sein Versprechen, die AfD-Wähler zurück zur CDU zu holen und sie zu überzeugen, wie will er das überhaupt einlösen durch dieses Schweigen und Wegducken und sich distanzieren? Kann das doch nicht gelingen, oder? Dieses Versprechen oder besser gesagt diese In-Aussichtstellung war von Anfang an völlig irreal. Und indem die CDU sich weigert, politische Positionen weiterhin zu besetzen, deretwegen sie früher 40% oder mehr der Stimmenanteile bekommen hat, indem sie sich weiterhin weigert, sozusagen die alte CDU zu sein, wird sie natürlich auch die neue AfD nicht wieder klein bekommen können. Die CDU ist in einer hoffnungslosen Lage. Ein Kurs, der sozusagen sich an die AfD, wie sie heute ist, annähert, wird ihr nicht gut bekommen. Dafür wird sie medial und von einem nennenswerten Teil der Wählerschaft bestraft werden. Aber ein Kurs, in dem sie sagt, alles, was die AfD vertritt, da sind wir dagegen, auch wenn ein nennenswerter Teil der Bevölkerung das vertritt, wird sie auch zu einer nicht weiterhin mehrheitsfähigen Partei machen. Kurzum, die CDU büßt jetzt dafür, dass sie seit 2015 spätestens viele Weichen falsch gestellt hat. Mitleid ist völlig fehl am Platz. Herr Professor Patzelt, vielen Dank für Ihre Analysen und Einschätzungen und schöne Weihnachten Ihnen. Ihnen auch, trotz der schlechten Nachrichtenlage.